Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und in diesem Video geht es einmal um das Badezimmer, denn ich habe hier einige Badezimmer-Einrichtungsideen quasi, beziehungsweise Badezimmermöbel für euch zusammengestellt. Und ich würde sagen, ich fange direkt an damit und zeige sie euch jetzt einmal alle. Und das erste, was ich euch zeige, ist diese Dusche hier. Zu der habe ich schon ein Tutorial gemacht, das ist eine funktionierende Dusche. Also bedeutet, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann kommt da Wasser, wir können uns duschen, ja ja, super schön. Und wenn wir fertig sind, können wir den Knopf nochmal drücken und dann hört das Wasser quasi auf. Das Design an sich ist ziemlich cool und ist auch gar nicht so schwierig zu bauen, aber wie gesagt, dazu habe ich schon ein Tutorial gemacht, ist in der Beschreibung an der Stelle mal verlinkt. Und was halt ziemlich cool ist, ist zum einen dieser Duschvorhang quasi oder dieses Ding, was man halt so ziehen kann, damit die Dusche eben zu ist und damit man nicht alles überschwemmt. Und das hat auch so einen richtigen Griff tatsächlich, das finde ich ziemlich nice. Und wir haben hier auch tatsächlich so eine Art Ablauf, der ganz gut funktioniert, weil das Wasser halt tatsächlich dahin läuft und nicht nach außen, das ist ziemlich nice. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen und wie gesagt, habe ich auch schon mal im Tutorial gezeigt. So, als nächstes haben wir hier ein cooles Toilettendesign, was aus smoothem Quarz gebaut ist und dann noch einer Eisenfalltür und einem Knopf. Das ist ziemlich geil und sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Und das Besondere hier dran ist jetzt, dass wir auch tatsächlich eine Klobürste haben daneben. Und zwar ist das ein Endrod. Das kann man einfach so rumplatzieren und dann sieht das so ein bisschen so aus wie so eine Klobürste, die so in dem Ding da unten drin steckt quasi, was ziemlich nice ist. Und wir haben sogar hier Toilettenpapier und zwar haben wir zum einen dieses Toilettenpapier, was richtig gut aussieht. Und zwar ist das quasi ein Spielerkopf und irgendein Spieler hat halt den Skin so mit einem Klopapier-Ding als Kopf eben, warum auch immer, aber sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Kann man sich allerdings, glaube ich, nur cheaten, also bedeutet, man muss dafür Rechte haben auf dem Server. Und wenn ihr zum Beispiel im Survival spielt oder halt einfach keine Rechte habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Bilderrahmen einfach an die Wand klatschen und da dann ein Stück Wolle reinmachen. Das sieht dann auch einigermaßen aus wie ein Stück Klopapier. Und so neben der Toilette macht das schon einiges her. Und insgesamt finde ich in einem Badezimmer so diese vielen kleinen Sachen, die man halt dazu baut, die machen das halt im Endeffekt dann zu einem richtig coolen Badezimmer und jetzt nicht so die einzelnen Sachen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, damit ihr so ein paar mehr Ideen habt halt. Also als nächstes haben wir hier so eine Art Schrank oder Aufbewahrungszeug, Dingsbums, was auch immer. Und zwar haben wir hier unten erstmal so ein kleines Schubladendesign. Das sind dann quasi einfach Schubladen, die man zwar leider nicht benutzen kann, aber sieht zumindest so aus. Das ist ziemlich cool. Und was wir dann noch haben, ist hier so, so Haken für die Badetücher und für die Handtücher und so weiter. Was auch ziemlich nice ist und ziemlich cool aussieht. Und das funktioniert so, dass wir quasi einen Bilderrahmen haben und in diesem Bilderrahmen ist dann eine Stufe und die können wir dann eben so drehen, wie wir möchten und dann können wir einfach einen Banner davor hängen und dann sieht das Ganze so aus, als wäre das so aufgehangen und als hätte der Banner noch so ein kleines Muster, was ziemlich nice ist und es sieht dann halt aus, als wären die Banner eben Handtücher, die hier irgendwie über einer Heizung hängen und gerade trocknen oder sowas oder angehängt sind an so einem Haken, wie gesagt. Und was ich hier oben gemacht habe, ist, ich habe hier oben nochmal Teppiche raufgelegt, das sieht dann auch nochmal so aus, als wären da eben so ein paar dünne Handtücher oben auf dem Schrank drauf. Was halt auch wieder ganz cool ist und wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die machen dann im Endeffekt alle zusammen schon einiges aus. Als nächstes haben wir hier ein ganz einfaches Design für eine Badewanne. Das sind eigentlich nur Stufen, einmal im Kreis und dann halt Wasser da drinnen und an der Wand haben wir hier noch so einen Schalter, der dann quasi als Wasserhahn dient. Ich habe übrigens auch schon mal ein Tutorial zu einem Whirlpool gemacht. Allerdings finde ich persönlich nicht, dass Whirlpool so gut in ein Badezimmer passen, deswegen habe ich jetzt kein Whirlpool an der Stelle, aber im Prinzip ist das ja auch eine große Badewanne, wenn man so möchte. Und das ist übrigens auch verlinkt in der Beschreibung, falls ihr euch von Whirlpool interessiert. Aber die Badewanne an sich ist ja auch relativ einfach nachzubauen und auch sehr platzsparend. Und was wir denn hier noch haben, ist so ein Handtuch davor, damit man eben, wenn man nass ist, halt sich darauf stellen kann, ohne dass man halt den ganzen Boden einsaut. Was ich dann noch hier habe, ist so eine Art Sichtschutz. Ich glaube, das hat man eher früher so benutzt und das ist gar nicht mehr so aktuell, dass man sowas irgendwie privat hat, glaube ich. Zumindest haben wir sowas nicht. Und das ist halt, da kann man sich halt hinterstellen und dann umziehen und die anderen Leute sehen einen dann nicht. Da kann man hier irgendwie so seine Klamotten zum Beispiel rüberschmeißen oder die Handtücher und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich cool und auch ziemlich einfach zu bauen tatsächlich. Zum Beispiel das hier ist jetzt aus Türen gebaut, aus, wie heißen die Dinger, aus Birkentüren. Einfach in so einem Zickzack angeordnet. Wobei man natürlich hier dann immer drauf achten muss, was man für ein Texturenpack benutzt. Denn in manchen Texturenpacks sind ja die Türen von Birke zum Beispiel durchsichtig. Oder wenn ihr zum Beispiel mit dem Default Texturenpack spielt, so wie ich, dann dürft ihr natürlich keine Akazie benutzen, weil man da dann halt den Sichtschutz, sage ich mal, nicht so gegeben hat, würde ich mal behaupten. Aber in diesem Fall funktioniert Birke ganz gut. Und das ist halt, wie gesagt, auch eigentlich nur so eine kleine Idee, einfach die im Zickzack anzuordnen für so eine, ja, für so eine Art Sichtschutz eben. Das ist was ziemlich nice ist. So, hier haben wir dann so ein paar Waschbecken-Designs quasi oder Spülbecken. Und zwar haben wir hier zum ersten so ein relativ modernes, großes, was wir hier aus drei Stufen einfach bauen und dann haben wir da Wasser. Und dann haben wir hier noch einen Spiegel aus komprimiertem Eis und davor haben wir dann so eine Art Wasserhahn, was in diesem Fall mal ein Haken ist, den kann man nämlich auch benutzen. Ich wollte nämlich nicht immer Schalter benutzen, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und dann haben wir hier sogar noch einen Zahnputzbecher. Das ist an der Stelle einfach eine Seegurke quasi, die man da hinstellt. Man könnte auch tatsächlich zwei Seegurken so auf einen Block stellen, dann hat man nämlich so einen kleinen Putzbecher und so einen größeren.
Man könnte sogar noch mehr machen, aber ich finde, dann wird es irgendwann so ein bisschen zu voll da drauf. Deswegen mache ich meistens immer nur einen. Aber könnte man halt, man könnte sogar bis zu vier machen. Aber naja, ne, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also ich glaube, einer reicht. Was man tatsächlich auch noch machen könnte als Spiegel, ist, dass man hier einfach Glas hin macht und dann den Raum quasi kopiert und spiegelverkehrt auf die andere Seite auch nochmal baut. Das hatte nämlich tatsächlich so diesen Effekt, dass man durchguckt und dann sieht man quasi seinen Raum gespiegelt nochmal hinter dem Spiegel. Also man würde dann hier den ganzen Raum nochmal bauen. Das ist auch eine ziemlich coole Taktik, allerdings finde ich die meistens halt so ein bisschen zu anstrengend. Und vor allem, wenn man halt ein ganz normales Haus hat, dann muss man dahinter, hinter dem Badezimmer ja noch einen Raum bauen und das ist so viel Platzverschwendung irgendwie nur für diesen Spiegeleffekt. Deswegen nehme ich halt meistens einfach Eis, weil das zwar nicht richtig funktioniert, aber es sieht halt immer, man weiß, was damit gemeint ist, sag ich mal. So, auf dem Fußboden hier habe ich auch immer mal so ein paar Handtücher liegen. Was man da natürlich auch cooles machen kann, ist, dass man erstmal ein Muster natürlich reinbaut, so wie hier zum Beispiel oder wie hier vorne. Und dass man halt zwischen Wolle tatsächlich und zwischen Teppich ein bisschen abwechselt. Weil dann hat man, wie man hier sieht, so ein bisschen diesen Unterschied, dass halt der Teppich ein bisschen höher ist als die Wolle. Und das hat halt insgesamt auch noch einen relativ coolen Effekt. Sieht man dann hier auch so ein bisschen. Finde ich ganz nice. Das sieht dann einfach so aus, als wäre hier irgendwie, als wäre das hier ein bisschen zusammengeschoben und dementsprechend so ein bisschen höher oder sowas. Was auch ganz nice ist. Hier vorne haben wir dann noch ein Waschbecken. Das ist mehr so ein, ja, ich sag mal, rustikaleres Design, wo man dann auch wieder einen Schalter halt als Waschbecken, als Wasserhahn hat und das Waschbecken ist in diesem Fall dann ein Kessel, wo Wasser drin ist. Was auch ziemlich cool ist, weil man kann jetzt hier zum Beispiel, wenn man eine Glasflasche nimmt, einfach einmal Rechtsklick machen und dann ist es halt weniger Wasser, beziehungsweise man könnte auch theoretisch das Waschbecken halt aushaben oder halt ohne Wasser, was eigentlich eine ganz coole Idee ist, aber insgesamt finde ich, glaube ich, dieses Waschbecken hier von denen, die ich hier habe, am coolsten, weil ich mag am liebsten so weiße, moderne Badezimmer und nicht halt so, weiß nicht, so graue irgendwie. Hier haben wir dann noch ein Design dafür, auch wieder grau, und zwar haben wir diesmal einen Trichter tatsächlich. Und was richtig cool am Trichter ist, ist, dass man hier tatsächlich so dieses Rohr hat, was halt in die Wand geht, was man ja theoretisch bei jedem Waschbecken auch hat. Nur meistens ist es dann halt irgendwie verkleidet, wie hier zum Beispiel oder hier. Aber hier sieht man das halt tatsächlich noch und das ist halt ziemlich cool für irgendwelche alten Gebäude vielleicht oder wenn man draußen am Haus ein Waschbecken hat oder in seinem Schuppen oder sowas. Da könnte ich mir sowas ziemlich nice vorstellen. Sieht allerdings auch ein bisschen ranziger aus, finde ich. Und hier haben wir dann auch wieder einen kleinen Spiegel oder eine andere Idee für einen Spiegel. Und zwar haben wir hier einfach eine Glasscheibe quasi in einem Bilderrahmen drin. Funktioniert natürlich auch nicht, aber sieht einigermaßen cool aus und ich denke, man weiß, was gemeint ist damit auf jeden Fall. Was man dann noch machen kann, sind so kleine Hängeregale. Zum Beispiel hier wäre es dann quasi so, dass hier dann irgendwie das Dach langsam wäre, so vom Badezimmer. Da kann man hier von oben einfach mit so zwei Endrods so die Illusion haben quasi, dass hier oben noch so ein Regal runterhängt. Das ist auch ziemlich cool und da kann man dann halt alles mögliche raufstellen, was man so möchte. Zum Beispiel Pflanzen oder irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Blöcke oder so, wenn man das möchte. Oder Köpfe zum Beispiel. Ist eine ziemlich coole Idee und gerade auch diese Hängeregale finde ich ziemlich nice. Oder was man auch machen könnte, sind einfache Wandregale eben, die jetzt nicht von oben runterhängen, sondern einfach so an der Wand sind. Und da tut man dann halt auch so ein paar Blumentöpfe rauf oder irgendwelche anderen Pflanzen. Das finde ich, hat auf jeden Fall auch was. Und wie gesagt, wenn man halt so viele Kleinigkeiten einfach nochmal zusammen in sein Badezimmer baut und halt nicht nur eine Toilette da hat und eine Dusche und Waschbecken, dann rundet das Ganze halt insgesamt noch ziemlich krass ab und wertet halt auch das Badezimmer auf. Als nächstes haben wir dann hier so eine Art Wäschekorb quasi, und zwar haben wir hier einfach einen Wollblock drin, das soll dann so ein bisschen die Wäsche sein und dann kann man hier einfach so ein paar Falltüren drumherum machen und oben dann noch so eine Eichenfalltür oben drauf. Das sieht dann so aus, als wäre das hier irgendwie so ein Korb irgendwie, wo man dann halt seine ganze Wäsche reinschmeißt und auch gerade sowas. Ist halt super einfach zu bauen, das nimmt halt kaum Platz weg, das ist theoretisch nur ein Block. Und ja, das kann man halt in jede Ecke theoretisch stellen. Und das ist dann halt insgesamt ein bisschen aufgewerteter und macht halt doch ein bisschen was her. Und ja, als nächstes haben wir dann hier nochmal ein ziemlich nices Design für eine Dusche. Und zwar ist das ein bisschen anders als da vorne. Hier vorne haben wir nämlich so eine Duschwanne quasi, die ja so ein bisschen höher ist, also ein Block hoch insgesamt. Und hier haben wir dann mehr so eine ebenerdige Dusche, was ja auch ziemlich modern ist und ziemlich geil. Auch tatsächlich behindertengerecht, man kann hier einfach reingehen und ja, ich finde das halt eigentlich ziemlich nice, dass man es auf derselben Ebene hat. Natürlich würde hier das mit dem Wasser nicht so gut funktionieren, weil Wasser sich dann ja hier ausbreiten würde und das wäre ein bisschen blöd. Aber nur so vom Aussehen her finde ich das auch richtig cool und gerade auch den Duschkopf hier finde ich auch ziemlich cool, weil man hat hier quasi so ein Endrod, das soll dann so quasi das Rohr sein und dann hat man da unten eine Eisenfalltür und das sieht dann halt so aus, als wäre das dieser oder so eine Art Regenfall-Wasser-Dingsbums-Duschkopf, der das Wasser halt viel mehr verteilt und so und das ist ziemlich nice. Gefällt mir so vom Aussehen her richtig gut. Und was wir dann hier auch noch haben, ist der Boden. Denn der Boden ist in diesem Fall nicht einfach nur Quarz, sondern wir haben hier diesen, hellblauer Terrakotta.
Und das sieht halt ziemlich nice aus, wenn man daraus so ein Muster macht. Und das könnte halt, erstmal könnten das irgendwelche Fliesen sein, die man hier halt besonders hat unter der Dusche. Oder es könnte auch so eine Art Duschmatte sein. Oder ich glaube, die Dinger heißen Duschmatte, die man so hier hinlegt. Und das ist halt auch wieder ziemlich nice. Und ihr solltet halt auch auf den Boden einfach gucken, dass ihr nicht so denselben Boden habt überall, sondern halt hin und wieder mal so ein Handtuch liegen habt. Oder hier so andere Fliesen. Das ist ziemlich cool. Und dementsprechend finde ich, ist dieses Duschendesign halt auch wieder auf mehreren Ebenen ziemlich nice. Und dann haben wir hier auch wieder dieses Milchglas, was so ein bisschen so als, ja, Sichtschutz, nicht wirklich, aber so als Abtrennung halt wirkt. Was wir dann hier noch haben, sind noch ein paar Pflanzen, die finde ich auch mal ziemlich nice im Badezimmer. Also haben wir hier einfach Zuckerrohr hingestellt und dann haben wir hier hinter quasi das Wasser, damit das Zuckerrohr wachsen kann. Und dann haben wir dahinter quasi, oder da über eine Wand, sodass man es eben nicht sieht, was ziemlich nice ist. Und auch ich finde, der Sand passt halt relativ gut zu diesen hellen Badezimmerfarben, so wie in diesem Fall jetzt Quarz. Das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Was man natürlich auch machen kann zum Beispiel ist, wenn man, also normalerweise wächst Zuckerrohr ja nur drei Blöcke hoch, aber um ein bisschen Abwechslung zu kriegen, könnte man zum Beispiel einen davon einfach noch ein bisschen höher bauen. Und das ist halt ziemlich cool, hat einen coolen Effekt und ist halt auch so ein bisschen, weiß nicht. Also ich finde, das passt zum Badezimmer, so Zuckerrohr nochmal. Was wir denn hier noch haben, sind nochmal ein paar andere Terrakotta-Varianten. Und zwar haben wir einmal dunkelblau und einmal weiß. Das sind so die Farben, die ich tatsächlich benutzen würde, also dunkelblau, weiß und hellblau. Die anderen könnt ihr natürlich auch benutzen, rot und orange und so weiter. Aber ich finde, das sind so die, die irgendwie zu einem Badezimmer am besten passen, weil sie halt blau sind und weiß. Und das sind so die Farben, die ich so mit so einem Badezimmer verbinde, wie man hier unschwer erkennen kann. Ja, wollte ich euch nur mal sagen, weil die haben halt so viele Möglichkeiten damit, coole Muster zu gestalten und das ist halt ziemlich nice im Badezimmer. Ja, hier haben wir dann nochmal eine Art Ablage quasi oder Regal, wobei wir hier diesmal Holz benutzen tatsächlich, statt immer nur Quarz. Und hier haben wir dann auch wieder einfach so ein paar Handtücher rangehängt und obendrauf dann auch nochmal welche raufgelegt, einfach um hier ein bisschen das Regal so ein bisschen voller wirken zu lassen, weil würde man das jetzt halt einfach nur so da haben, das wäre halt irgendwie ein bisschen langweilig. Man könnte natürlich aber auch hier oben dann wieder Pflanzen draufstellen und so weiter. Würde natürlich auch passen, aber ich habe da jetzt halt, wie gesagt, ne, Handtücher gehabt. Was wir denn hier noch haben, ist ein ziemlich cleanes Design für ein Aquarium. Das kann man natürlich auch super in jede Ecke von einem Badezimmer stellen und hat halt eigentlich immer einen ziemlich nice Effekt. Da drin haben wir dann auch wieder Korallen und Seegras und so weiter und können sogar an die Wand da hinten so Korallensachen machen. Was man aber leider hier nicht machen kann, sind tatsächlich Fische reinzutun, denn die Fische schwimmen halt irgendwann leider raus, weil die irgendwie nicht so schlau sind und dann hüpfen sie hier auf dem Wasser, auf dem Boden rum und sterben irgendwann. Das ist nicht so cool, aber an sich funktioniert das Aquarium halt ziemlich gut und sieht nice aus. Kann man auf jeden Fall machen. Und das letzte, was ich hier noch habe, ist quasi nochmal dasselbe wie mit Zuckerrohr. Nur halt in diesem Fall ist es Bambus. Und beim Bambus müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr halt tatsächlich Fäden darüber legt, wo das quasi zu Ende gehen soll. Wie in diesem Fall, weil würde da jetzt kein Faden sein, dann würden die halt unendlich hoch wachsen. Also nicht unendlich hoch, aber viel höher wachsen und ja, weiß nicht, das würde ein bisschen komisch aussehen irgendwie für ein Badezimmer. Und natürlich würde dann irgendwann auch die Decke kommen. Aber ich finde, es sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn das immer genau bis zur Decke wächst. Und hier deswegen auch, wenn ihr halt unterschiedliche Höhen haben wollt, dann könnt ihr einfach so zwischendurch nochmal einen String setzen oder einen Faden vielmehr. Und dann sieht das Ganze halt ein bisschen cooler aus. Und auch an der Stelle, wenn ihr zum Beispiel das so haben wollt, dass einfach nur der Bambusstab da ist, dann müsst ihr einmal warten, bis es hochgewachsen ist. Und dann macht ihr den obersten Block mit Blättern weg und macht da dann einen String hin. So, muss man schnell sein, so. Und dann sieht das so aus. Oder beziehungsweise andersrum, wenn ihr halt auch diese Blätter haben wollt, dann müsst ihr einfach zuerst den String setzen und dann darunter Bambus setzen und der wird dann bis dahin wachsen und hat dann auch noch ein paar Blätter. Und das war's eigentlich soweit. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag Badezimmer in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, kombiniert am besten die ganzen Sachen und probiert noch ein bisschen selber aus und dann habt ihr ein cooles Badezimmer. Und zur automatischen Dusche, wie gesagt, oder zur funktionierenden Dusche vielmehr, habe ich ein Tutorial. Und ich habe sogar schon mal ein Badezimmer gebaut, 5x5 Blöcke groß, könnt ihr euch auch gerne anschauen und natürlich auch den Whirlpool. Das habe ich alles in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.